Also für mich persönlich ist PSE ein Hilfsmittel, um den Tieren tiefer in die Seele zu schauen und um sie besser zu verstehen. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Und zwar habe ich eine Hündin, die ist angeboren taub und war immer sehr sensibel. Und die hat plötzlich chronische Durchfälle entwickelt, die also mit klassischer Medizin nicht wegzubekommen waren. Und ich habe immer gedacht, da ist irgendwas anderes dahinter. Und habe dann von einer Studienkollegin, vom Kollegen Haug, erfahren, dass der mit PSE arbeitet. Und habe gedacht, ja, ich werde ihn mal anrufen und um einen Termin bitten. Und er hat dann nicht nur meine Hündin ausgetestet, sondern auch gleich mich, weil wir uns ja von früher gekannt haben. Und es ist bei uns beiden dasselbe herausgekommen. Also die Hündin hat einfach gemerkt, dass hatte damals eine Lebenskrise und sie hat das gespürt und hat das auf ihre Art ausgedrückt nach außen. Und das Interessante war, sie hat zwei Dosen gekriegt, also am Abend und in der Früh Tropfen, und hat dann entschlackt über den Darm und damit war der Durchfall erledigt. Also der vorher ein Dreivierteljahr schon war, war dann weg. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich mich dann damit intensiver beschäftigt habe. Das ist die Geschichte sozusagen, wie ich dazu gekommen bin. Es ist so, ich bin schwerpunktmäßig beschäftige ich mich mit Verhaltenstherapie. Und das hat mir einen weiteren Zugang zur Seele der Tiere gebracht, weil man einfach in die Tiefe schauen kann durch die Austestung. Ich kann diagnostizieren, welche Probleme vorliegen mit PSE. Und es ist eine hervorragende Unterstützung auch bei der Therapie von Verhaltensproblemen. Und das Interessante dabei ist, dass ja das teilweise die Menschen, die Halter der Tiere, die Tiere beeinflussen. Man kann dann Tier und Mensch gemeinsam behandeln und ein Familienpaket aufstellen. Und das geht dann, also die Heilung oft viel, viel schneller. Also ich habe verhaltensabnorme Patienten und dann Patienten mit Augenproblemen, die ein befreundeter Augentierarzt mir schickt, die Veränderungen an den Augen haben, von denen er meint, dass die psychosomatisch sind. Und er aber selbst keine Zeit hat, das auszutesten und zu therapieren, und die schickt er mir dann. Also das sind so die Hauptschwerpunktthemen, die ich betreue an tierischen Patienten. Das sind erstens viele Tiere, die so das Urvertrauen, wenn das fehlt, also die Basisdinge, sie glauben, also das für den Menschen, man drückt das ja, ist ja alles die Emotion, also die Konfliktthemen sind für den Menschen ausgedrückt und wir können es nur annehmen, dass das bei den Tieren ähnlich ist. Wie die Tiere das empfinden, können wir natürlich nicht an, also wissen wir nicht genau, aber es ist eben das Urvertrauen, mangelndes Vertrauen, viele Tiere auch, die trauen sich, es kommt raus der Konflikt 19, sie trauen sich nicht ihren eigenen Weg gehen. Das sind Tiere, die zu sehr mit dem Halter verbunden sind. Oder es ist eigentlich ein Konflikt, den der Halter hat und das Tier drückt das dann aus. Das sind so eigentlich sehr, sehr wichtige. Und wo, also was sehr interessant ist, ist auch eben gerade bei verhaltensgestörten Tieren sind die Akutmittel für Nervensystem, für Angst. Also mit denen kann man sehr viel erreichen. Da. Ja, meist. Also nicht immer, aber die meisten reagieren wesentlich schneller. Und Tiere sind auch bei der Testung selbst schon offener und auch nervöse Tiere beruhigen sich meist sehr rasch während der Testung schon. Und es gibt sogar Tiere, die dann, wenn man sie wieder sieht, schon von sich aus sich anbieten zur Testung, die sich also so richtig freuen, dass sie wieder ausgetestet werden. Ja. Ich habe gerade in letzter Zeit habe ich sehr viel im Tierschutz auch gearbeitet. Das ist zwar eine ehrenamtliche Arbeit, aber da ist also sehr viel Potenzial drinnen, um Tieren, die in Tierheimen warten oder so, zu helfen, besser Boden unter den Füßen zu bekommen und bessere Vermittlungschancen für diese Tiere zu machen. Da ist es aber an den Testern selbst, Engagement zu zeigen und sich ehrenamtlich irgendwo einzusetzen und die Tierheimleitungen zu überzeugen, dass da auch viel getan werden kann mit relativ wenig Aufwand zeitweise. Ja. Das liegt mir am Herzen. Das ist gerade ein Thema, das bei mir sehr aktuell ist im Moment. Ja.